das ist im Grunde genommen für mich die entscheidende Basis, wo man also auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, aber nicht in der Spaltung leben muss, nicht im feindseligen Gegenüber, sondern, aha, du denkst so, weil jetzt habe ich dich verstanden. Man kommt da nicht weiter, weil es ja in der Regel auch wirklich keine objektiven Wahrheiten gibt, zumindest auch nicht im sozialen Bereich, auf keinen Fall. Es ist alles subjektiv und um dieser Subjektivität gerecht zu werden, empfiehlt es sich immer, nicht auf der Sachebene zu diskutieren. Man kann sich informieren, aber dann gibt es eben eine Kommunikationsqualität, die davon lebt, dass man in die emotionale Seite kommt. Dass man sagt, ich denke so, weil. Ich bin der Meinung, weil. Ich habe in der letzten Zeit eben gerade, um auch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, nämlich Spaltung zu überwinden, Menschen zusammengebracht, zum Beispiel Geimpfte und Ungeimpfte oder eben Befürworter der Waffenlieferung und Gegner. Und nachdem da in der ersten Runde Sachargumente ausgetauscht wurden, das muss man erstmal machen, damit man weiß, was derjenige denkt. Und dann aber wird aufgehört, auf der Sachebene zu diskutieren, sondern dann wird gesagt, ich habe mich impfen lassen, weil. Ich bin ungeimpft geblieben, weil. Und jetzt kommt praktisch die ganz persönliche Motivation. Die persönlichen Gründe, die etwas mit der Lebensgeschichte, mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun haben. Und dann entsteht etwas für mich immer Wunderbares, dass man am Ende durchaus eben diese Unterschiedlichkeit zur Kenntnis genommen hat und auch akzeptieren kann, weil man weiß, weshalb dieser Mensch sich so oder so aus persönlichen Gründen, aus persönlichen Ängsten, aus persönlichen Bedürfnissen, aus persönlichen Möglichkeiten oder Begrenzungen entschieden hat. Also er erscheint als Mensch. Und das ist im Grunde genommen für mich die entscheidende Basis, wo man also auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, aber nicht in der Spaltung leben muss, nicht im feindseligen Gegenüber, sondern, aha, du denkst so, weil jetzt habe ich dich verstanden. Und diese Qualität ist für mich die entscheidende, was man wirklich tun kann in dieser Situation, um herauszufinden aus dieser ganzen bedrohlichen und pathogen wirksamen Beeinflussung,